Leute, ich habe drei brandneue geleakte Fähigkeiten für Revenant, von denen ihr mit Sicherheit noch nichts gehört habt. Revenant und die Reborn-Fähigkeiten, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten geleakt wurden, das wurde komplett über den Haufen geworfen. Und diese Fähigkeiten, die ich euch jetzt nenne, die sind ganz, ganz hoch im Kurs. Wohl ein Respawn-Insider, ein Spieletester, der das jetzt durchsickern hat lassen. Ich habe leider keinen Namen für euch, kein Gameplay von den Fähigkeiten, aber ich habe die Beschreibung und das klingt allesamt sehr geil. Und gerade die ultimative Fähigkeit könnte Revenant zu einer schwer zu knackenden Nuss machen und vielleicht könnte sich auch die Legendenklasse durch einzelne Fähigkeiten verändern. Sehr, sehr interessant. Wer das Video von heute übrigens noch nicht gesehen hat, das ist das zweite heute. Dort rede ich über die Exklusivlegende, die ich vorstelle mit Skills, Gameplay und so weiter, weil ihr euch das gewünscht habt oder viele von euch. Es gibt Parallelen zu diesem Reborn. Optisch, jetzt Fade und so weiter. Guckt da unbedingt mal rein. Es gibt tatsächlich Parallelen, über die wir da sprechen mussten und auch die ultimative Fähigkeit von Fade und den einzelnen alten Leaks, gerade die ultimative Fähigkeit. Zieht es euch einfach mal rein. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel drum rumlabern, damit wir hier mal zum Punkt kommen. Wir fangen einfach mal an mit der passiven Fähigkeit. Ach so, ganz kurz, nur wirklich ganz kurz. Merch Shop, wer Bock auf ein paar Legenden-Comics hat, auf T-Shirts bedruckt, auf YouTube, in der Videobeschreibung, auf der Kanalbeschreibung, auf Twitch mit Link und so weiter und so fort. Zieht's euch mal rein und wenn das gut ankommt, kommen über kurz oder lang vielleicht auch noch andere Legenden dazu. Nach Wraith wurde schon geschrien, das wird sicherlich demnächst dann in Arbeit sein oder ich werde es in Auftrag geben. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, ich bin auf jeden Fall für Kritik offen, falls ihr dann noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge habt, höre ich mir das gerne an. So, jetzt fangen wir aber wirklich an, sorry für den heißen Brei, ab und zu ein bisschen Eigenwerbung muss einfach mal erlaubt sein. Die passive Fähigkeit, das Klettern, dieses hohe Klettern soll wohl bleiben. Das finde ich schon mal geil. Ob das Schleichen gehockt bleibt und dieses schnelle Movement wird nicht geschrieben, könnte bleiben. Ich gehe aber eher davon aus, dass es rausfliegt. Aber er soll, und das ist nämlich das Interessante der passiven Fähigkeit, auf eine bestimmte Distanz, die natürlich jetzt noch unbekannt ist, sollen wir Gegner highlighten können für uns selber, nehme ich mal an, nicht für das gesamte Squad, die schon relativ low sind. Von der Gesundheit her. Ob das auch das Schild betrifft, kann ich leider aktuell nicht sagen. Es muss natürlich eine klare Sichtlinie zum Gegner sein. Das wird nicht durch Wände gespottet werden können. Davon gehe ich felsenfest aus, weil das einfach sonst zu krass wäre. Dann kommen wir zur taktischen. Ein Superjump, der soll wohl ähnlich der Vantage-Fähigkeit sein, wo sie ihrer Fledermaus hinterher springt. Für mich macht das tatsächlich als. Es klingt erstmal nicht passend, aber Revenant ist nun mal keine menschliche Legende, sondern ein Simulacrum. Der hat Maschinenbeine, warum soll der also nicht verdammt hoch springen können? Passt vielleicht nicht ganz zur Legende, aber ein Supersprung, warum nicht? Könnte zu einer Movement-Legende zum Beispiel werden. Oder keine Ahnung. Die ultimative Fähigkeit könnte eher Richtung Support gehen, wenn auch die Teammates davon profitieren. Und deswegen gehen wir jetzt direkt. Ach so, die taktische, die Stille, die verschwinden, die zwei Kugeln, um die Gegner zu silenzen. Und das macht für mich nur Sinn. Ihr habt es ja jetzt mitbekommen, Seer bekommt ein Rework jetzt am Dienstag zu diesem neuen Event. Mega Nerf, aber gleichzeitig auch zwei heftige Buffs, die Seer meiner Meinung nach, da bin ich fest von überzeugt, OP machen. Denn vergleicht einfach mal Revenant und seine zwei Mini-Pippi-Silence-Kugeln, diesen kleinen Wirkungsbereich oder einen fetten Tunnelkorridor, der 60 Meter weit geht, wo alles, was sich darin befindet, gesilenced wird für 10 Sekunden. Das Silence hält zwar nicht so lange wie bei Revenant, aber warum soll es zwei Legenden geben, die nahezu dieselbe Fähigkeit haben? Über kurz oder lang in den nächsten Jahren kommen noch eine Menge Legenden dazu. Da könnte sich das ein oder andere dolle ähneln, keine Frage. Aber jetzt ist es, denke ich, noch nicht an der Zeit, dass das so extrem gleich ist. Und vor allen Dingen ist es mit Zier auch extrem einfach zu treffen. Deswegen ist sicherlich die Silence-Fähigkeit nur in Anführungszeichen auf 10 Sekunden reduziert. Nicht 20 waren es, glaube ich, bei Revenant. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die ultimative Fähigkeit, und ich bin gespannt, was ihr sagt in den Kommentaren. Rev-Mains da draußen, lasst euch aus. Und die, die es vielleicht jetzt werden möchten, die ultimative Fähigkeit, der Totem soll wohl bleiben. Für mich ist jetzt in meinem Kopf nicht ganz klar. Können unsere Teammates das auch aktivieren und profitieren von denselben Buffs? Wenn Revenant den Totem aktiviert, Schattenform ist Geschichte. Der bleibt so, wie er ist, aber es soll so sein, solange die Ulti aktiv ist und nicht zerstört wird, wovon ich ausgehe, dass das möglich ist. Der Totem eben, sollen wir Gesundheit und Schilde regenerieren, wenn wir Gegner downen oder töten?
Das klingt extrem heftig. Natürlich bleibt abzuwarten, wie viel Gesundheit und wie viel Schilde bekommen wir wieder, wenn ein Gegner gedownt ist oder eben getötet ist. Und können sich eben unsere Teammates daran laben, sage ich jetzt einfach mal, oder auch die Gegner, wie wir es ursprünglich bis jetzt bei Revenant kennen. Und das bleibt einfach mal abzuwarten. Leute, ich bin auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr? Ich denke, das könnte Revenant auf jeden Fall zu einer extrem geilen Legende machen, weil so hoch gepickt ist er tatsächlich nicht. Das hat er nicht verdient. Ist optisch einer der geilsten Legenden überhaupt. Geiles Erbstück und so weiter. Und mit diesem Skin jetzt hier und dieser Sichel oder Sensor oder was auch immer es ist in der Hand, wird das schon ein geiler Motherfucker, denke ich, mit diesen neuen Fähigkeiten. Es sind Leaks, da müssen wir auf jeden Fall, das muss ich nochmal betonen, ob das so kommt, wissen wir nicht. Ich verbleibe jetzt auf jeden Fall mit freundlichen Grüßen, bin auf eure Kommentare gespannt und wünsche euch einen schönen Start ins Event, was ich übrigens auch auf Twitch streamen werde. Dress to Kill, viel Spaß auf jeden Fall dabei. Das war's von mir, haut rein, ciao.